In dem Video zu Octoprint hatte ich bereits erwähnt, dass der große Vorteil von Octoprint in der riesigen Auswahl an Plugins liegt. Die meisten von euch wollen sicher nicht alle 152 Plugins ausprobieren, also zeige ich euch hier mal eine kleine Auswahl von Plugins, die ich ganz nützlich finde. Das erste Plugin, das ich euch zeigen möchte, ist Printer Statistics. Wenn ihr wie ich ein Freund von Zahlen und Statistiken seid, dann wollt ihr auch immer wissen, wie viel ihr mit eurem Drucker in der letzten Zeit überhaupt gedruckt habt. Dann liefert euch dieses Plugin fast alle Antworten, die ihr braucht. Ihr erhaltet einen Überblick darüber, wie viel ihr gedruckt habt und wie viel Strom verbraucht wurde, aber leider nicht, wie viel Filament verbraucht wurde. Das zweite Plugin ist der Emergency Notstopp-Knopf. Denn mal ehrlich, was kann man schon gegen einen großen roten Emergency-Knopf haben? Nichts, deshalb habe ich ihn sofort installiert. Macht das Menü einfach schöner und beendet euren Druck im Notfall recht schnell. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie diese genialen Zeitrafferaufnahmen zustande kommen, bei denen sich der Druckkopf nicht zu bewegen scheint und das gedruckte Objekt wie von selbst entsteht? Wenn nicht, kann ich euch auch nicht helfen. Wenn doch, dann ist die Antwort Octolabs. Denn das ermöglicht euch, wenn auch verbunden mit einem ganzen Aufwand an Einstellungen, die ihr vorher vornehmen müsst, diese Zeitrafferaufnahmen zu erstellen, ohne zusätzliche Hardware zu verwenden. Zuerst müssen die Druckparameter, die ihr bei Octolabs unter Profile für euren Drucker einstellt, mit euren Einstellungen im Slicer übereinstimmen. Das könnt ihr nachschauen, indem ihr im Slicer nachschaut oder ihr ladet euch euren G-Code herunter und schaut die Parameter dort nach. Sobald ihr das erledigt habt, braucht ihr nur noch zu definieren, wo der Druckkopf stehen soll und wie lange eure Aufnahmedauer betragen soll. Und anschließend erhaltet ihr wunderschöne Aufnahmen, die gerendert im Menü Zeitraffer heruntergeladen werden können und angeschaut werden können. Aber ehe ich es vergesse, sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, denn ohne Licht sehen die Aufnahmen nur mäßig aus. Also spielt ein wenig Gott und lasst es Licht werden, denn sonst könnt ihr euch den ganzen Aufwand schenken. So, und jetzt das Beste zum Schluss. Man sollte hierbei wissen, dass Astoprint sowohl Plugin als auch Drucksteuerung ist. Astoprint sieht sich offiziell sowas als eine Art Ergänzung zu Octoprint. Das hat den Vorteil, dass ihr das Astoprint-Interface benutzen könnt, um Octoprint aus der Ferne zu steuern. Dazu braucht ihr nur ein kostenloses Konto bei Astoprint zu eröffnen und euch anschließend mit dem Astoprint-Key mit Octoprint zu verbinden. Octoprint kann jetzt aus der Ferne gesteuert werden und diesmal ist auch von unterwegs gemeint, also außerhalb eures eigenen Netzwerks. Dafür hat Astoprint sogar eine eigene App. Mit der kostenlosen Astoprint-Version können bis zu 2 Raspberry Pi verbunden werden und gesteuert werden. Astoprint mit Octoprint zu verbinden hat mehrere Vorteile. Es werden Vorschaubilder für eure STLs erzeugt, es gibt eine Statistik unter Print History, wie viel gedruckt wurde in den letzten Monaten und wie viel Filament dabei verbraucht wurde. Und der schönste Vorteil, ihr erhaltet eine Mail oder eine App-Benachrichtigung, wenn euer Druck fertig ist. Für den einen oder anderen habe ich hier noch 2 weitere Vorschläge, die für mich aber nicht interessant sind, da ich das Astoprint-Plugin benutze. Zum einen den STL-Viewer. Damit so etwas wie Vorschaubilder erzeugt werden können, gibt es den STL-Viewer, auch wenn die Bilder etwas unscharf aussehen. So könnt ihr eine grobe Vorstellung von den Objekten erhalten, wenn ihr sie ähnlich beschriftet habt. Leider ist das nur für STLs und nicht für G-Codes möglich. Die zweite Alternative ist Octoprint Anywhere. Damit könnt ihr euren Drucker aus der Ferne steuern und es bietet einen ähnlichen Funktionsumfang wie die Astoprint App. Auch das Interface macht einen recht guten Eindruck. Aber ich bevorzuge Astoprint, da dort mehrere Erweiterungen in einer App vereint sind. Die Links zu den Plugins findet ihr unter dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis demnächst!